Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer. Die ganz Aufmerksamen von euch haben es bestimmt gemerkt. Und zwar musste ich, obwohl sie schon online ist, das Video, musste ich die letzte Folge noch einmal spielen. Und zwar hier oben, wenn ihr seht, Alwins Geschichte 3 und wenn ihr nochmal in die letzte Folge reinschaut, liefern an Mathilda, Alwins Trinkschlauch 1, in Klammern 1. Jetzt habe ich den Trinkschlauch. Da hat sich offensichtlich bei der letzten Session ein Bug eingeschlichen. Denn wenn ihr nochmal schaut, seht ihr, dass dort oben in Klammern eine 0 stand. Also konnte ich gar nicht diesen Trinkschlauch abliefern. Ich war nämlich schon in Dinizia und es ging nichts. Und da sind mir erstmal die Schuppen von den Augen gefallen. Hey, hier steht doch eine 0. Da ist was schief gelaufen. Bin ich nach Hause gelaufen, habe meine sämtlichen Truhen überprüft, ob ich den Trinkschlauch. Wäre ja beim Senior Gamer nichts Neues, dass er die irgendwo hingepackt hat. Nee, den habe ich nicht gekriegt. Dann habe ich die Folge geschaut und dann habe ich gesehen, halt, ich bin vom Alwin weg und hatte keinen Trinkschlauch dabei. Offensichtlich hat sich hier ein Bug eingeschlichen. Ich habe aber alles so weit wieder gespielt, wie es in der letzten Folge war. Ich habe nur einen Unterschied gemerkt, dass ich noch ein paar extra Taschen gemacht habe, dass ich halt ein paar Pfennige mehr Geld habe. Ich habe wohl 10 Taschen mehr verkauft. So, aber jetzt reden wir erstmal mit unserer Ludomira. Hallo, guten Morgen, Mädel. Was hat sie mir jetzt schon mal gegeben? Ein Kirschsaft. Ich danke dir. Das weiß ich zu schätzen. Mach's gut, wenn du die alt. Erstmal nochmal mit. Wie geht's unserem kleinen Königreich? Es scheint alles gut zu funktionieren. Alles klar. Mach's gut. So, jetzt, also heute geht's. Erstmal was trinken. Bewaffnet Zimmer. Bogen haben wir dabei. Heute geht's nach Dinizia, um den Trinkschlauch für den Alwin reparieren zu lassen. So, das letzte Mal, wo ich jetzt vergebens gespielt habe, bin ich hier querfeld eingelaufen. Das bringt gar nichts. Da bin ich Wölfen begegnet und da nur die Füße unter den Arm genommen und geflitzt. Jetzt laufen wir mal den ganz normalen Standardweg über Kostöbia. Also hier runter nach Kostöbia und dann hinter nach Dinizia. Laufen wir also den sicheren Weg. So, mal schauen, ob noch jemand in Kostöbia am Lagerfeuer sitzt. Damit wir noch jemanden holen. Letztes Mal haben wir ja den Lodomir mitgenommen. Wir haben ja auch dann demnächst vor, noch ein paar Häuser zu bauen hier oben, um unsere Pärchen wieder zu trennen. Damit die nicht gleich wieder, da ist nur der Dings, der taugt nix, haben wir das letzte Mal schon gesehen. Damit die nicht gleich hier Unfug machen und die Mädels schwängern. Kinder können wir jetzt am Anfang jetzt noch nicht gebrauchen. Die Kinder nehmen uns nur die mögliche zu rekrutierende Bevölkerung weg. So, da laufen wir mal halt den ganz normalen Weg hier lang. Zu essen haben wir einstecken. Wir haben ein bisschen gebratenes Fleisch und Kohlsuppen eingesteckt. Wir werden aber einen Abstecher
zu der Insel dort hinten machen. In einem anderen Spiel, hier, wo ich hier an dieser Stelle das Dorf gebaut habe, ich weiß nicht, ob die Folge schon online ist, habe ich auf der Insel einen kleinen Piratenschatz gefunden. Das heißt, eine eiserne Schaufel und unter Steinen versteckt ein Beutel mit 300 Münzen. Schauen wir mal, ob die in der Session auch schon dort hinten liegen. Also hier rüber auf die kleine Insel müssen wir. Denn das stand auch bei Steam in der Community, dass auf der Insel irgendwas ist. Ich habe bis jetzt immer verpasst, dorthin zu gehen. Und zwar hier hinten am letzten Ahorn in westlicher Richtung. Nein, es ist noch nichts da. Die Stelle könnt ihr euch merken, wenn ihr hier rüber geht. Genau hier wird der Schatz liegen. Also, das ist Richtung Westen hier, wenn wir hier hinterlaufen nach Denizia. Und genau hier an diesen Ahorn liegt der Schatz. Ich weiß nicht, ob er vielleicht jedes Mal woanders liegt. Glaube ich aber nicht. Wir laufen mal kurz hier ab. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ne, hier liegt nichts rum. Jedenfalls steht dort eine über 80%ige Schaufel, eiserne Schaufel. Und unter 5 Steinen liegt ein Geldbeutel versteckt. Könnt ihr euch merken, die Stelle. Immer mal, wenn man hier vorbeikommt, auf die Insel schauen. Und das wird ja dann, denke ich mir, wie alle anderen Schätze hier in diesem Spiel, immer mal wieder scheinen. Da die Wildschweine, die wollen wir jetzt nicht jagen, die brauchen wir nachher. Also laufen wir mal einen kleinen Umweg erstmal hier außen rum. Denn wir müssen ja die Mathilda braucht ja Leder. Und da müssen wir ja die Wildschweine jagen. Aufpassen, hier sind, das ist ein Luchs. Das ist auch ein Luchs. Das sind nämlich Wölfe unterwegs. Das ist auch ein Luchs, hier ist eine richtige Luchspopulation. Guck mal an. Und das war ein Wolf. Habt ihr den gesehen auf der rechten Seite? Da knurrt auch noch der Misthund. Hetzt er uns hinterher? Nee, das ist ein Fuchs, der haut doch vom Wolf ab. Ah. Gut, wir gehen jetzt erstmal zu Mathilda. Damit wir diesen Alvin Quest jetzt fertig kriegen. Und wir nächsten Tag in Ruhe vor Häuserbahn gehen. Die Mathilda, wo ist er? Ist er das hier? Nee, das ist er nicht. Die ist noch nicht so alt. Es müsste ja hier drin sein, oder? Nee, ist sie hier drin? Ist das hier der Mathilda, ihre Werkstatt? Nee, hier hinten ist sie. Das, jetzt ist sie auf Arbeit gegangen. Habt ihr das gesehen? Wen haben wir hier? Können wir hier jemanden mitnehmen? Die Erwina. Ey. Hoffe, neue Seelen. Gut, sehen wir uns dort. Gut. Wie alt ist denn die überhaupt? Ich habe es hier. 30. Naja, gut. Leb wohl. Jetzt habe ich dich eh mal eingesackt. Müssen wir sie schon mitnehmen. Gut. Geben wir dir mal eine Chance. Hallo, Mathilda. Hallo, der Trinkschlauch meines Freundes ist kaputt. Ich suche jemanden, der reparieren kann. Kann ich dir das besorgen? Sicher. Wer sein? Ein Stück Leder. Alles klar. 4 Leder brauchen wir. Ich komme gleich wieder. So, jetzt brauchen wir die Wildschweine. Bin ich jetzt gerannt. So. 4 Leder, das heißt 2 Wildschweine müssen wir jetzt erjagen. Ich brauche ja auch Wildschweinleder. Was ist ein Luchs? Da hinten ist doch schon der erste Eber. Na komm, dicker Eber.
Den ersten haben wir erlegt. Der zweite ist ja. Der dritte ist auch da unten. Wie bist du umgekippt? Gut, den haben wir und den dort hinten. Da liegt er. Na, dann können wir den dritten auch noch hier wegmachen, der uns ja gefährlich wird. Wo ist er? Da unten. Ja, was ist denn das? Irgendwie halt hier was. Oder liegt doch schon noch mal. Passt dann. Keine Ahnung. Jetzt geben wir erstmal unsere Erwina in der Unterkunft. Schauen wir mal, wo wir uns hineinstecken können. Auch hier. Wir stecken sie gleich erstmal zum Dings. Die machen keinen Unfug. Der ist 18, die ist 30. Die sind viel zu weit auseinander. F. Leeren Platz zuweisen. F. Die Arvina F. Ja. Also die sind 12 Jahre auseinander, da passiert nichts. Da brauchen wir keine Angst. So. Und wo ist es nicht? Fall mich nicht so an. So, jetzt haben wir genug Leder. Haben wir 9-mal Leder, dürfte reichen. Gut, das laufen wir zurück. Mathilda. Wo ist er? Ja, er steht am Webstuhl. Hallo Mathilda, die Aufgabe erfolgt. Gute Dame, hier ist ein Stück frisches, abgezogenes Leder. Rückschlag gehört Alvin, dem Bauer aus der nahegelegenen Dorf hier. Ja. Vielen Dank. Das werde ich. Danke für deine Hilfe. Bitteschön, der Trinkschlauch ist wie neu. Kinka findest du in der Nähe der Farm, wo sie sich um die Tiere kümmert. Aber benimm dich. Was soll ich denn mit der Kinga? Will die mich verkuppeln oder was? Die hier hinten ist die Kinga. Soll ich die etwa heiraten? Ja, ich bin verheiratet. Die ist 20. Keine Ahnung. Wahrscheinlich will die mich verkuppeln, ja, keine Ahnung. Aber da kommt sie zu spät. Wir sind vergeben. Aber ich glaube, der Alvin hat mit der Kinga irgendwas am Laufen. So, jetzt. Wir futtern alle Betesuppen erst einmal. Und jetzt laufen wir hier auf dem Weg nach vorn. Aufpassen, ob hier noch irgendwelche Wildsäue rumlaufen. Wir müssen sowieso nach Bastovia, da können wir auch den ganz normalen Weg laufen. Meister Hirsch ist hier unterwegs. Ah, da unten ist noch ein Eber. Guck an, sind doch mehrere hier. Na komm, du kriegst auch noch eine dran. Alles klar, haben wir den auch noch weggemacht. Ein Stück Fleisch können wir immer gebrauchen. Du hast denn jetzt mein Pfeil, den hast du auch gefressen oder was? Na ja, gut. Also auf meine Theorie mit dreien
kann man sich nicht immer verlassen. Dass immer drei zusammen sind. Jetzt war jetzt hier doch fertig. Vielleicht sind auch noch zwei unterwegs. Das ist doch sechste Sinn. Aber wir lassen uns jetzt auf kein Geplänkel ein. Wir laufen jetzt zum Alvin. So, was zeigt denn unsere Uhr? 14.20 Uhr. Ich hätte nämlich gesagt, vielleicht machen wir noch ein paar Messer. Man kann ja noch ein paar Stöckchen suchen. Naja, bis abends. Wir müssen ja jetzt nicht. Im Dorf haben wir jetzt, können wir jetzt sowieso kein größeres Projekt. Oh, da sind wir wenigstens jetzt ja gleich mal an der Dings vorbeigekommen. Hier liegt ein, drei Steine, ein Eisenerz. Schon wieder mal ein Knüppel. Oh, mehr liegt hier aber auch nicht. Gut. Nee, nix mehr. Gut. Was haben wir denn an Stöckchen dabei? Steine haben wir 4, Stöckchen haben wir 17. Also schauen wir mal, ob wir noch ein paar Steine finden. Ein Stöckchen und dann machen wir noch ein paar Messer, die wir nochmal verkaufen können. Geld können wir immer gebrauchen. Der nächste Frühling kommt und da steht der Unigast wieder da und hält die Pfoten auf. Sechs Steine, naja, bis wir schaffen das. Nach dem Steinsatz in der 14, 15, 16, 17, 18, 19, Stöckchen, Stöckchen. Zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, Setter, 25, 26, Stöckchen, 27, da gehen wir. Gleich mal jetzt auf 30 Steine, brauchen wir 75, haben wir jetzt 75 Stöckchen, dann machen wir 30 Messer. Nee, Entschuldigung, 15 Messer. Nee, keine 30. So, jetzt brauchen wir noch 3 Steine. Da haben wir es aber schon. 1, 2, 3, alles klar, sind sogar schon wieder einer zu viel, alles klar. Dann haben wir noch einen Stein und dann machen wir jetzt mal Halt. Stellen uns hier mal hier drüben unter die Bäume und machen jetzt oder setzen uns auf diesen Stein. So. Schade, dass man sich nicht setzen kann und machen die Messer. Q. R. 16 Messer. E. F. Sehen wir uns nach 16 Messern wieder und dann geht's nach Gestorbia zum Alvin. So, das letzte Messer wird gerade gebaut. Und fertig. Wie spät haben wir es? 17.13 Uhr. 13.
da dürften wir doch fast den Alwin wieder unten an der am Feuer oder in der Taverne antreffen. So, und wir flitzen dann nach Hause und schauen nochmal ins Lebensmittellager, ob wir da nochmal was eingreifen müssen. Und bin ich jetzt hingerannt. Was kriegen wir jetzt überhaupt? Ich glaube, ein Fladenbrot kriegt man von dem, oder? War doch so. So, dann mal sehen, wann der nächste, der vierte kommt. Wir gehen erstmal zur Jarogniva, und da verkaufen wir unsere 16 Messer. In der Zwischenzeit wird der Alvi nämlich hier unten aufkreuzen. Zeig mir deine Ware. Ich glaube, du hast noch Geld. Ah ja, so hat noch. Steinmesser. Ja, sind nochmal 240 Geld. Alles klar. Kann ich dir ja den Knüppel. Ich habe so viele Knüppel. Ich habe noch einen Knüppel schon. Den kann ich da aufkaufen. So, alles klar. Eisenerz behalte ich. Den Kirschsaft verkaufe ich dir. So, jetzt haben wir schon über 3000. Leb wohl. Der alte Unigast sitzt auch schon wieder in der Kneipe. Entweder spitzelt er rum oder er sitzt in der Kneipe. So, wo ist denn der Alvin? Na, da hinten ist er doch schon. Da ist er schon wieder am Feuer. Hier ist er doch mit seinem alten, mit seinem affigen Hut. Mit seiner, sieht aus wie eine Vogelscheuche. Gut, warte auf den nächsten Tag. Das beschäftigt bei uns. Ach nee. Wenn wir nächsten Tag wieder hier runterflitzen. Mal sehen, was er da hat. So, wir flitzen jetzt erstmal nach Hause. Suchen wir noch Steine hier? Nee, ach, wir wollen mal keine Steine. Wir müssen aber was trinken. Was sehe ich? Wir müssen was trinken. So. Also haben wir doch ein Fladenbrot gekriegt, oder? Was haben wir von dem gekriegt? Weiß ich gar nicht. Was haben wir von dem gekriegt? Keine Ahnung. Haben wir irgendwas Außergewöhnliches hier drin? Ne? Nee. Nee. Zwiebelsamen haben wir. Ach, Zwiebelsamen haben wir von denen gekriegt. Alles klar. Gut. Denn die waren ja nicht drin. Jetzt haben wir Zwiebelsamen. Alles klar. Da kann man ja auf ein kleines Feld machen mit Zwiebeln. Gut, jetzt hier am Berg hoch. Das zeigt unsere Uhr. 19.11 Uhr, es ist schon Feierabendzeit. So. Haben die Steine schon immer hier gelegen, die großen?
Der hier, das weiß ich schon. Der hier, genau. Na ja, gut. Naja gut, dann hatte ich das Blatt ja noch zum Guten gewendet mit diesem Quest. Nur gut, dass wir nicht so lange gewartet haben, nicht auf den letzten Sommertag. Da kann es nämlich passieren. Und wir merken das nicht, dass wir dem Schlauch nicht dabei haben. Da kann es natürlich sein, dass der ganze Quest in der Hose geht. Und da haben wir natürlich dann die sogenannte A-Karte gezogen. So, 23 mal Fleisch. Wir haben noch... Und die ganzen Kohlsuppen weg hier oder was? So, wie viel Fleisch haben wir? Wir haben da auch noch 25. Das sind 28 mal Fleisch. F. E, F. Das sind jetzt. Wie viel Fleisch haben wir jetzt? 51, oder? Wo waren das? Ne, 48. Hä? Ach ne, 23 und 25. Alles klar, alles klar. Ich war auf 28 und 23, alles klar. 48, da können wir 16 Suppen kochen. Gut. Machen wir mal die Fackel an und jetzt gehen wir und holen uns die 16 Schalen und kochen gleich oben in der Taverne die 16 Suppen. 16 Schalen brauchen wir. Brauchen wir hier von den 25 Nummer. 16, nicht 18, 16. Und der Kohl liegt ja sowieso in der Taverne. Oh. 32 mal Kohl. Hier. Gut. Und wir rühren jetzt hier 16 Kohlsuppen zusammen. Ja, F. Und das wird auch die letzte Aktion für heute sein. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Da müssen wir ja schon wieder zum Alvin flitzen. Mal sehen, was er diesmal von uns will. Alles klar, meine Freunde. Ich sag dann mal tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres verpasst.